Und wieder herzlich willkommen, moin moin, du Leute, schön, dass ihr dabei seid zum LS22 Nordfriesischer Marsch. Mit, ja, mal wieder Produktionsversorgung und dann Bestandsbereinigung oder wie auch immer, ne? Wir haben so viel. Erstmal wird der Inhalt gespeichert und der Inhalt ist ja auch hier in ganzen Produktionen gespeichert. Wir haben da so viel Geld. Wenn wir nochmal unseren den hier angucken, wir sind jetzt bei 18,1 Millionen. Und wenn Haukestro, glaube ich, war das, ne, der vorhin geschrieben hatte in dem Livestream, ja, ne, mach mal unter 11 Millionen, müsste man als Ziel haben, dann würden wir jetzt, müssten wir jetzt Produkte im Wert von 7 Millionen verkaufen und oder umverteilen. Ne? Das nicht so ohne. So, bei den Sägewerken fangen wir an. Der wird hier gar nicht mehr voll. Wie viel hat denn XL BGA? Müssen wir kurz mal gucken, was hier drin ist. Oh, hier geht aber noch viel rein. Das war jetzt nicht in der Liste oben drin, aber muss ja irgendwie auch mal gemacht werden, ne? Was nehme ich das? Ich habe den Motor ausgemacht. Wer kennt sich denn von den aktuellen Zuschauern mit diesem Arena FSL-Mode aus? Ich bin ja ziemlich raus. Ne? Wir haben ja nur mal FSL gespielt, aber das ist ja auch schon 4 Jahre, 5 Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ansonsten werden wir heute Abend, wie gesagt, um 20 Uhr gucken wir uns das Ganze mal an. Wir versuchen 2-3er-Teams zu werden. Also ich glaube, 4 Leute haben ja gestern Abend schon gesagt im Multiplayer, dass das hinhauen sollte, dass wir zumindest mal vielleicht 6 Leute sind. Zwangsplan machen, ne? Ne, die müssen in meinem Gewächshaus müssen die produziert werden, die Netzlänge. Könnt ihr jetzt hier den eigentlichen Helfer einstellen, der dann das alles nach vorne bringt wieder, oder? Muss nur gucken, wie weit er denn mit seinem, wie weit er mit dem Förderband dreht. Das geht gerade so. Ein bisschen weit. Nimm den Helfer mal raus. Nee, das ist für mich blöd. Nachher haut er mir da in die Wände überall rein oder haut irgendwie drüben was rein. Das ist blöd. Mit dem hohen Bestand könnte man auch überlegen, Kurzkredit aufzunehmen und dann mit dem Geld die Produktion setzen und beliefern und als Ziel innerhalb von Monaten den Kredit schnell zurückzuzahlen, sonst verkauft man wieder alles, was dann fehlt in Europa. Ja, schwierig. Ach, ich habe gestern noch gestartet. Okay. Schon mal heimlich geübt. Ja, aber das, ihr kennt den Ablauf ja auch nicht, ne? Also wie gesagt, man muss da schon einen gewissen Ablauf haben, einen gewissen Plan. Aber wenn man denn diesen Modus gar nicht kennt und das bisher noch nicht gespielt hat, ist man natürlich erstmal neu, klar. Weil bei mir ist es zwar 3-4 Jahre her, aber trotzdem würde ich behaupten, kenne ich das System noch. Ich kenne nur halt die genauen zeitlichen Abläufe nicht, ne? Nach wie vielen Minuten sollten jetzt alle pressen, nach wie vielen Minuten sollte man dreschen und so weiter, ne? Das ist nachher, das ist Minutentechnik, sekundentechnisch sogar abgetimt gewesen im FSL, ne? Nur so haben wir wahrscheinlich damals auch gegen Horsch eben gewonnen, weil wir genau wussten, dass wir bis Minute 6, ne, bis Minute 6 mussten 2 Leute dreschen und danach mussten, ne, irgendwie 2 Leute pressen und ab Minute 9, so nach dem Motto, mussten aber alle Ballen sammeln oder so als Beispiel. Das sind jetzt nur irgendwelche fiktiven Zahlen gewesen. Aber so muss es durchgetaktet sein, tatsächlich, wenn man da fette Punkte machen will, ne? Und ich weiß auch nicht mehr, es gibt ja so neue Bonusse und Minusse sozusagen, also Perks oder so, wie heißt das, ne? So Booster-Dinger. Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung mehr von, weil die ja FSL mal irgendwann diesen Arena-Modus überarbeitet haben, geändert haben und da den habe ich auch nicht mehr wirklich gespielt, also. Was früher hatte ja so ein Team noch rausgefunden, dass man den Drescher anschieben konnte. Ne? Mit dem anderen Träger konnte man praktisch den Drescher anschieben und konnte schneller dreschen. Aber
meine ich, haben die alles mal irgendwann rausgepatcht. Das ist schon länger nicht mehr möglich. Ja, ist halt Landwirtschaftssimulator-Wettkampf, ne? Hört sich lustig an, ist aber so. Matchmap war aber vorher da. Das ist halt nur ein kurzer Wettkampf. Es gibt halt Booster, aber das habt ihr ja wahrscheinlich dann selber gesehen. Aber das gucken wir uns heute Abend sonst gerne nochmal an. Also ich habe auch Bock, da mal wieder ein paar Runden zu zocken. Okay, man kann so schnell drehen, aber... Ups. Früher, glaube ich, fuhren die Drescher ganz normal schnell. Das weiß ich nämlich auch alles nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, welche Drescher jetzt die guten Drescher sind, welche die schlechten Drescher, Schneidwerksbreiten, Bunkergröße. Aber dann ist es vielleicht alles ein bisschen schneller gemacht worden, um es halt ein bisschen, ja, zu beschleunigen. Was natürlich bei E-Sports in Anführungsstrichen ja auch irgendwie Sinn macht, ne? Dass sie es beschleunigen, dass es alles ein bisschen schneller läuft. Guten Morgen, auch natürlich auf Kick. Hallo, wir sind auf Kick am Start. Ja genau, bei Giants auf Twitch läuft gerade FSL. Genau, dann guckt auch da mal ein bisschen rein nebenbei. Ne? Mit den Boosts, mit dem Ablauf ungefähr. So, wir wollten jetzt hier alles auslagern, nochmal was wir auslagern können und dann zum Zentrallager mitnehmen, ne? Das ist zwar noch nichts für, um oben die Liste wieder kleiner zu kriegen. Aber macht nichts, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen uns nachher sowieso große Positionen raussuchen, wo wir gut ins Geld reinkommen, ne? Und ein paar schöne Verkaufstouren. Am besten für jeden Karottensack. Das gehört ja eigentlich nochmal zum Hofladen, ne? Aber es ist immer noch sehr wenig. Es lohnt also noch nicht, weil hier Netzrolle fehlt nach wie vor. Die Suppe geht natürlich auch noch. Wie viele Nudeln haben wir denn? Wahrscheinlich zu viel, ne? Oh, mittlerweile ist der Regen bei uns angekommen. Ja, regnet. Ich höre das gerade, so ein bisschen anfangen zu nieseln da draußen. So. Ja, sind hier bei uns. Nee, sind 15 Paletten. Ja, 15.000 Euro Turnier, ne? Ich hatte das ja gestern gesehen und deswegen kam ich ja gestern Abend auch erst wieder auf diesen Modus. Naja, 9 Paletten passen noch rauf. Das ist dann irgendwie witzlos, finde ich. Was ist das? Müssen da eh nochmal dann hin. So, Zentrallager. In die Kühlung. So, dann müssen wir eigentlich wieder so ein bisschen von oben anfangen, finde ich. Wollten wir zumindest. Und da brauche ich eigentlich schon mal einen Kleintransporter, der jetzt Netzrolle macht. Wie viel Netzrolle haben wir über Nacht bekommen? Nur ist eigentlich egal. Ich hole das eh. Ob da nur 10.000 sind oder 5.000, ist ja egal.
Ich könnte natürlich überlegen, Netzrolle wieder beim Fischer wieder zu boostern. Ich kann natürlich dann jetzt auch nicht so... Nee, warte mal, ich will eigentlich den Sprinter nehmen, ne? Ich kann jetzt auch nicht einen auf hier super dick das alles verkaufen, den Fisch, wenn ich denn die Fischfabrik haben möchte, ne? So steht ein Holzfäller mit Kleidung drin oben? Nee, oder? Nö, nö, dann wird das auch nicht angeliefert. So verwunderlich hier, wenn man hier rausguckt, man ist ja erstmal so, hä, wieso steht. Nee, man muss. Nee, okay. Ne, weil hier ja sonst Wald wäre. Und der Wald ist fort. Moinsen, moinsen. Das meine ich ja vorher. Ja, müssen wir noch ein bisschen was dran denken. Also, klar, die Marmeladenproduktion, Apfelmus, erstmal primär mit Erdbeer hier Marmelade, dass wir das beides zumindest haben. Hier kann man immer noch nach und nach Sachen dazuschalten. Jetzt dürfte ja zumindest auch mal ein bisschen was zusammengekommen sein an Netzrolle. Stoff. 13, das würde ich behalten. Schuhe. Obwohl, ja, das ist ja eher Zentrallagergeschichte. Kleidung auch. Leerpalette hier, Netzrolle, 7000 immerhin. Das reicht natürlich immer noch nicht groß, ne? Also das ist schon mal besser als nichts. Wir zumindest mal einen Fischer oder zwei Fischer da oben mal jetzt rauskriegen, aber ich lasse das dann erstmal mit dem Karottenverarbeitung. Booste weiterhin die Fischer, obwohl ja, mach ich so. Weil Karottensack-Geschichten nachher kriegen wir auch nicht so richtig weiter. Also das bringt nicht so krass viel Umsatz. Ich glaube, es ist besser, die beiden Fischer zu boostern. Wir teilen das auf. Jeder kriegt da jetzt 2700 circa Netzrolle. Und kann dann ein paar Stunden mit auskommen. Ne, fehlt Pfirsich, ne? Und Pfirsich habe ich doch nicht, oder was? Ist Pfirsich nicht erst im nächsten Monat? Man muss aufpassen, ne? Naja, komm. Ich will zumindest einen rauskriegen. Bring den jetzt runter bis auf 2,5, müsste reichen. Ah, es hat ein bisschen lange gedauert, bis er wieder losgefahren ist. Aber so ist er zumindest kurzfristig mal raus. Aber jetzt regnet es ein bisschen doller bei uns. Jetzt fehlt sich nicht eher August. Aber weiß ich gar nicht, muss ich gleich. Ich guck gleich mal. Ich habe nicht die Monate im Kopf. So, guck mal, das ist schon mal besser, ne? Nur noch 9 weitere. So, das war ein kleiner Hackschlüsselverkauf gerade.
Zwiebelsack haben wir noch nicht. Saatgut Gruppe 1, müssen wir nochmal gucken, was Gruppe 1 ist. Das wird ja eigentlich sowas wie Weizen und sowas, Saatgut 1, ne? Weizen, Gerste oder so sein. Da können wir vielleicht nochmal eine Ladung hinbringen. Sorghumhirse haben wir nicht mehr, das ist schlecht, müssen wir vielleicht importieren. Kampfschwatt haben wir auch nicht mehr. Saatgut 3 auch nicht, ist auch alles. Essig könnten wir wohl nochmal abholen in der Mosterei. Das sind halt so kleine Extra-Touren, die wir hier machen. Dann holen wir aber das sowohl. Wir haben ja Saft abgeholt. Das war sogar einen kleinen Donner gehabt gerade. Und noch Gewitter war. Das ist auch komisch. Gestern hatte ich reingeguckt, wir sollten heute um 17 Uhr Gewitter kriegen. Habe ich heute Morgen am Frühstückstisch reingeguckt bei der Prognose. Kein Gewitter heute. Und jetzt gewittert's. Finde den Fehler. Das sah auch wieder schon. Guter Wetterbericht, ne? Danke. Birne, Mirabelle, Kürbis. Pfirsich ist ab Juli. Habe ich die denn angemacht? Aber wir können eh nicht alles. Also dies geht, das geht, dies geht, das geht. Das geht noch vieles. Aber alles gleichzeitig geht halt nicht. Das ist ja. Also lassen wir es alles. Zu stressig. Wie habe ich denn zur Molkerei Waren liefern? Warenhorn gemacht? Oder Mosterei? Habe ich auch gar nicht Ware holen, ne? Ja, sonst weiß ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Was verkaufen. In dem Fall zum großen Gewächshaus. Ist ja nicht so weit weg. Da holen wir mal die Tomaten ab und bringen sie rüber zur Ketchup-Produktion. Ja, nur ich überlege jetzt, ob das so richtig Sinn macht, das jetzt. Und dann spulen wir wieder den ganzen Nachmittag, weil wir haben ja eigentlich wir sind nur am Mulchen jetzt noch diesen Monat, ne? Und ich muss noch überlegen, ob ich irgendwo noch Kleegras und Luzerne anpflanzen möchte. Jetzt auch noch 4-5 Stunden weiterspulen können und macht dann ganz langsam, hat dann in den Produktionen schon noch ein bisschen mehr produziert. Aber wir müssen halt jetzt auch mal halt Geld verdienen, ne? Weil ansonsten wird das nichts mit Marmelade und dann noch Futter. So, auf jeden Fall ist das halt schwierig. Wenn ich jetzt wieder Wald mache, dann machen wir heute nichts anderes als Wald, ne? Kann man sich schon mal ziemlich sicher sein. Senf lasse ich drin, weil es ja auch gleichzeitig Booster ist. Ich wollte außerdem auch erst die Tomaten holen, ne? Und dann hier den Kram aufbauen. Die Seite heißt Regenradar oder wie? Nachdem der normale Wetterdienst seine ganzen Antennen zur Wetterbeobachtung reduziert hat, stimmen die Modelle sehr selten. Ja, also heute ist ja komplett falsch dann. Und die Prognose war jetzt ja nicht so weit in die Zukunft, ne? Das war heute Morgen. Als wir am Frühstückstisch saßen, war es 9:30 so nach dem Motto. Ja, das große Gewächshaus produziert gut hier Tomate. Das haben wir auch erst seit letztem, ne? Wir sind ja zeittechnisch sind wir echt langsam. Irgendwie gefühlt in Slow Motion unterwegs. So.
Das können wir aber jetzt alles rausholen, ne? Also Ketchup nehmen wir mit. Mayo nehmen wir mit. Mehr machen wir noch nicht. Soße machen wir hier noch nicht. Fehlt uns noch die anderen Zutaten, ne? Das große Gewächshaus warte ich ganz sehnsüchtig. Das freut mich, dass ein bisschen Vorfreude da am Start ist. Aufs nächste Update. Also wie gesagt, wenn nichts dazwischen kommt, gesundheitlich hast du nicht gesehen, was auch immer passieren kann, dann eigentlich Donnerstagabend. Und das eins auch schon sicher, es wird nicht nochmal, also ne, sofern sich die Gerüchte bestätigen, kann ich ganz klar sagen, wird es nicht nochmal so ein großes Update geben, wie jetzt das am Donnerstag. Das ist dann das letzte große Final Update. Es wird noch ein paar Kleinigkeiten wahrscheinlich geben, ja. Aber in dem Umfang ist ein weiteres dann gar nicht machbar. Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Nicht, dass wir wieder hier leere Paletten rauskriegen. Mozzarella hatte ich noch nicht angeschaltet seinerzeit, ne? Das kann ich ja mittlerweile, kann ich das ja leicht mal machen. Mittlerweile dürfen wir genug Milch produzieren und wir haben ja auch genug Milch. Das war auch Mozzarella mit anschalten. Schafskäse, das hatten wir noch nicht, weil aktuell die ganze Schafsmilch in der Molkerei drauf geht noch. So, dann fahren wir jetzt noch rundherum. Kartoffelfabrik nehmen wir mit. Dann sehen wir auch gleich, also das ist ja Pommes 1, das ist ja die Ölgeschichte, die da fehlt, ne? Also da muss wieder irgendein Öl hin. Gucken wir gleich mal. Also meins, ich glaube sinnig wäre jetzt, Leute, wir versuchen jetzt wirklich auf Krampf alles ins Zentrallager zu fahren, was wir so finden können. Jede Produktion noch einmal ansteuern. Und dann fangen wir an zu verkaufen. Kaufen relativ zeitnah die Marmeladenfabrik. Wir liefern die schon mal mit den Sachen, die wir haben. Um oben dann auch da die nervigen Warnungspositionen rauszukriegen. Ein paar Verkaufstouren können wir wahrscheinlich direkt machen. So wie Strohpellets oder Heupellets. Glaube ich, das können wir direkt verkaufen. Bier, das ist es. Bier sammeln wir hier. Ja, das brauchen wir ja nicht. So, einmal anhalten. Schweinefutter haben wir hier, also Pommes und Chips haben wir ein paar. Wir brauchen Rapsöl, ne? Zum Beispiel. Oder Sonnenblumenöl, das haben wir ja noch nicht, aber Rapsöl hätten wir auf jeden Fall. Das ist nämlich das, was ich meine. Ich hole jetzt eigentlich immer nur relativ wenig ab. Aber wir haben am letzten Tag auch schon immer relativ wenig abgeholt. Und wenn wir immer relativ wenig abholen, ja, ist ein bisschen blöd, ne? Molkerei oder frage ich jetzt Brauerei? Ich mach mal Molkerei. Ich fahr mal da drüben die Seite, ne? Also Molkerei. Dann vielleicht noch ein Schlachter. Wir machen so ein bisschen parallel. Einmal Produkte einsammeln, aber auch Produkte versorgen, sodass die Liste oben wieder deutlich kleiner ist. Wer weiß, was unter diesen 8 weiteren sich noch verbirgt. Das möchten wir auf jeden Fall rausfinden. Das schaffen wir nicht mehr in dieser Folge. Aber in der nächsten. War ein bisschen blöd. Gerade wenn man in die Halle fest. Ich habe auch erst beim letzten Mal Molkereiprodukte geholt. Ne? Hier wird so gut wie nichts sein. Vielleicht eine Palette je Sorte über Nacht, aber viel mehr kann das gar nicht sein. Ich wollte noch mal kurz gucken, ob ich Pfirsich angeschaltet habe.
Ja, läuft ja auch. Das sind sogar auch schon fast 40.000. Das war das Einzige, was beim Fruchtjoghurt noch fehlte. Ich bin so, dass ich nicht triggern kann hier. Und schaust vor mich noch. Oh, da brust. Ach, Schafsmilch ist aber ganz gut hier vorhanden tatsächlich. Haben wir das hier schon mal aktiv, dann wissen wir zumindest das, was wir da gleich hinbringen müssen, ne? Ich lasse mich jetzt auch oben mit drin. Ich bin gespannt, was wir an Geld zusammenkriegen heute. Echt gespannt. Ob das hochgegriffen ist, weil was Marmelade. Gestern hatten wir ja Futterfabrik, kostet sogar über 2 Millionen, ne? Die Marmelade kostet auch fast 2 Millionen, oder? Also ich brauche 4 Millionen. Aber es ist, wenn wir tatsächlich, auch wenn da viel Kleinkram bei ist, wenn wir das alles zum Zentrallager gefahren haben, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein und kriegen 4 Millionen zusammen, ehrlich gesagt. Also plus das, was wir jetzt schon haben. Ne? Also weil die Fischfabrik steht ja auch ganz oben im Kurs. Da haben wir schon sehr, sehr viel Geld in Terraforming investiert. Natürlich blöd, wenn man das jetzt nicht auch weiterverfolgt. Leder, Wolle. Das auch mitzunehmen. Nach einem Motto, wenn schon, denn schon, ne? Einmal komplett leer in Produkten. Also will er den einen nicht. Danke. So, wie viel sind das jetzt? Das sind Platz für 20 Paletten hätten wir noch. Da sehe ich uns eigentlich schon noch bei der Textilfabrik. Da kann ich nämlich die eine Wollepalette und die Lederpalette, die wir drauf haben, gleich wieder als Rohstoff loswerden, ne? Das dauert, wie gesagt, ein bisschen, aber wir nehmen uns jetzt auch die Zeit. Das muss jetzt einmal ordentlich gemacht werden, das nützt nichts. Und dann versuchen wir nachher gleichzeitig zu verkaufen, dass wir wieder große Portionen haben. Ne? Hier geht eigentlich nur die Wolle drauf. Sally ist in Nordfriesland angekommen. Durch den Regen. Ja, also 1,8 Marmelade, 2,2 oder was wir gestern gesagt haben, Futter, also 4 Millionen, ziemlich gut, ne? Ja. Guck mal, wenn ich jetzt auf Aufladen klicke, wie groß die Liste ist, was wir hier alles aktuell drauf haben auf dem LKW. Wir werden gefühlt gleich in jede Zentrallagerhalle müssen einmal, ne?
Hier haben wir schön Symbole hier eingeblendet. So, was habe ich hier gesagt? Sowas wie Schuhe nehme ich mit und Kleidung, ne? Also Klamotten. Das geht aber jetzt auch alles. Das geht aber so gut wie alles auch in den Verkauf, liebe Leute. Weil wenn denn jetzt demnächst wieder irgendwo oben einer reinkommt, dann ist das so. So, Stoff wollte ich hier lassen. Genau. Aber die anderen haben wir mit. Kleidung haben wir mit, Schuhe haben wir mit, Holzklotzen haben wir mit. So, wie lang ist die Liste? Sprengt den Rahmen, ne? Und 10 Paletten hätten wir noch Platz. Mal kurz gucken, was wir an Öl haben. Immer jeweils eine, ne? Das würden wir aber auch alles noch mitkriegen tatsächlich. Soja kann ins Lager. Hanf kann ins Lager, also Hanföl. Ich dachte nur gerade, dass wir Sonnenblumen, wir haben oben haben wir einmal Öl drin. Das war nur die Kartoffelfabrik, die was möchte, ne? Weil dann könnte ich Rapsöl, könnte ich hier lassen, das machen wir dann als kleine Einzellieferung. Das holen wir dann mit dem Sprinter ab. Bringen das dahin. Mohnöl ist auch noch am Start. Das ist noch so hochpreisiges Zeug. Das ist teilweise echt wenig. Aber wenn das irgendwie so 4.000-5.000 bringt pro, dann ist auch eine Palette viel Geld. So, bei der Fischfabrik ist nachher die Geschichte Hummer, glaube ich, könnte ich verkaufen. Alles andere geht ja theoretisch in die Fischfabrik, ne? Aber wir müssen die Fischfabrik ja auch nicht zu Beginn randvoll machen, sondern nur gut gefüllt machen. Also ich werde schon wahrscheinlich Fischprodukte auch verkaufen. Aber man kann sich einen gewissen Bestand erstmal übrig lassen. So, das ist schon mal eine tolle Ladung. Wenn man die jetzt so direkt verkaufen könnte, wäre das auch sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel. Also über eine Million auf jeden Fall. Auch wenn es immer ganz viel, also ne, viel Kleinkram ist, ist die Menge da auch an teuren Produkten, die wir dazwischen haben. So, gut, gut. Dann fahren wir jetzt aber gleich nochmal ein bisschen gezielter ab. Nachdem ich das hier alles irgendwie bin losgeworden. Ich habe auch keine Ahnung. Aber wir müssen nur nicht in Obst und Gemüse, sonst glaube ich müssen wir überall hin, ne? Deutlich kleiner geworden. War auch schon ein bisschen über die Zeit, aber gut, das. Na. Ja, moinsen. Danke fürs Reinschalten. Danke für den Follow. Ja, moinsen. Vielen Dank, moin. Jetzt Kit. So, nächste Halle. Lebensmittel, ne? Wir sind eh überall durch. Klatsch. Mineraldüngerbooster. Das sind ja wieder alle Schüttgutgeschichten, die wir da oben drin haben. Soll zu den Apfelplantage 2 und Kirschplantage 2 möchte schon wieder Herbizid haben. Hier geht ja gar nicht mal so viel raus, ne? Oh nein. Wir haben ein Paket Klamotten verloren.
Ja, sieht so aus, wenn das Rest alles in die Kühlhalle geht, ne? Schon krass. Da steht nämlich auch noch der andere im Weg. Der Sprinter, der steht ja jetzt noch bei der Mosterei rum, ne? Na gut, wir schauen mal weiter, wie es in der nächsten Folge dann weitergeht, Leute. Wir werden jetzt hier noch rein. Der andere hat auch irgendwas drauf, was er noch gar nicht verkauft hat. Was ist das? Lebensmittel, ne? Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Kurze Pause. Bis gleich. Vielen Dank. Tschüss.